Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Mit dem letzten Patch, der jetzt gestern oder vorgestern tatsächlich erst kam, waren ein paar hundert MB, hat man nicht wirklich mitbekommen, wurde endlich die Charge Rifle ein wenig genervt. Die ist nämlich wirklich sehr, sehr OP, meiner Meinung nach. Und viele von euch denken das auch. Was genau ist passiert? Ich denke zwar, es ist noch nicht ganz genug, denn der Grundschaden wurde nicht angetastet. Was mir aufgefallen ist, der Ladestrahl, der macht ja normalerweise auf Gegner schon einen Schaden. So sieht man schon mal, ob man auf dem Gegner richtig drauf ist oder nicht. Ich sehe zumindest, ich habe es im Spiel nicht getestet, aber ich sehe hier keinen Schaden mit dem Ladestrahl. Was wurde genau geändert? Die Magazingröße bzw. Die Schüsse pro Kugel. Also was meine ich genau? Ihr braucht jetzt statt einer Kugel pro Schuss 3 Kugeln. Das heißt, mit dem Grundmagazin könnt ihr nur 3-mal schießen. Mit dem weißen Magazin könnt ihr 4-mal schießen, denn da sind es 12 Kugeln, dann 15 und dann 18. Also mit jeder höheren Magazinstufe könnt ihr 1-mal mehr schießen. Mit dem lila Magazin quasi 6-mal, bis ihr nachladen müsst. Und die Ladegeschwindigkeit, gerade für ein Standard weißes Magazin oder wenn man kein Magazin hat, ist enorm lang. Wenn ihr euch das hier mal reinzieht, das dauert echt mehrere Sekunden. Ob die Nachladegeschwindigkeit am Anfang schon so lang war, kann ich jetzt nicht beurteilen, denn ich habe die Waffe nie wirklich gespielt, weil sie nicht meinem Spielstil entspricht. Auf jeden Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, mit diesen Infos konnte ich euch schon ein bisschen weiterhelfen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst dem Video einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Tipps und Tricks Videos, Informationsvideos und Livestreams von mir verpassen wollt. Das war's von mir. Schönes Wochenende. Ciao.